So, nun geht es weiter mit dem sechsten Part. Und zwar habe ich jetzt hier den Sand hier aufgegraben und noch ein bisschen was vergessen aus dem fünften Part. Aber ich werde jetzt zurückkehren zum Haus, um zu schlafen. Oder ich werde wahrscheinlich gar nicht mehr ankommen, bevor es hell ist. Aber um erstmal meine Sachen, die ich hier gesammelt habe, abzulagern. Ich würde es vielleicht nochmal als Zeitraffer machen. Die Rückkehr nach Haus, zu Haus. Vielleicht sonst als Zeitraffer machen. Weil ich im Anschluss das Video hier anhängen. So, erstmal muss ich zurückkommen. Dann würde ich hier weitere Spitzhacken und Spitzhacken und Schaufeln herstellen können und damit weiter Sand und Sandstein formen kann. Weil Sand und Sandstein, das könnte ich gut gebrauchen. Holz brauche ich im Moment noch nicht. Und Setzlinge habe ich ja sowieso. Aber ich glaube, ich bräuchte bestimmt ein größeres Lager. Also muss ich mein eigenes Lagerhaus entwickeln. Ein eigenes Lagerhaus und da vielleicht ein Farmhaus direkt daneben. Dass Lager und Farm zusammen sind. So, wie spät es ist. Vielleicht Mitternacht. Es wird noch so ein bisschen dauern, bis ich im Haus angekommen bin. Wenn ich da alles ablagern kann. Und sagt mal in den Kommentaren, wann ich dann sagt mir dann in den Kommentaren jeweils, wann ich das Video dann zum Download freigeben soll. Da ist er da zu Hause schon, da kann ich halt doch noch schlafen. Es ist Mitternacht. Also es ist 0 Uhr. Dann kann ich dann noch schlafen gehen. Deshalb bin ich müde und gehe schlafen. Ah, schöner Morgen. Die Sonne sehe ich hier immer abends. Also so, abends ist die Sonne immer sichtbar. Jetzt erstmal hier eine weitere Tour craften, weil die erste schon so gut wie voll ist. Eine weitere Truhe herstellen. Große Truhe. Sandstein, Sand und Sandstein, Sand und Sandstein hier lagern. So, jetzt sind hier noch Sanddinger dabei. Sand, diesen Sand. Da ist noch einiges an Sand dabei. Das sind jetzt hier Sandsteinblöcke. Jetzt hier den Sand hier zu Sandstein craften. Ich habe noch mehr Sand. Noch mehr Sand. Na, nochmal. Nochmal daraus Sand craften. Und drei übrig bleibende Sandblöcke. vierundsechzig, 62. Also ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, fast 6, 6 voll. Fast schon 6, 6, aber ich brauche dann noch viel mehr. Ich werde dann irgendwann eine Rechenformel aufstellen, wie viel Sandstein ich ungefähr benötige. Ja, wahrscheinlich bestimmt eine ganze Truhe voll. Und also noch diese Pyramide, wo könnte ich denn bauen? Also ich würde sie gerne hier in der Nähe bauen, dass man die von hier aus noch sehen kann. Vielleicht. Und da habe ich noch zwei Stücke Kohle gekriegt. Deshalb müsste der fertig sein zu brennen. Weil ich das Eisen da jetzt noch nicht habe. Und ich muss mir weitere Steinspitzhacken herstellen.
Also erstmal weitere Steinspitzhacken. Fackeln. Fackeln muss ich bestimmt bald auch wieder erneuern. Elf Stück habe ich noch, also 11 Fackeln habe ich noch. Und soweit möchte ich den Raum machen. Und dann muss ich ab hier wieder neu losgraben. Greifen wir in eine andere Richtung. Lavanier. Redstone. Da ist schon mal ein Redstone vorkommen wieder. Solange nur bis mir die Fackeln ausgehen. Und dann habe ich noch zwei Kohle. Ich kann nochmal 8 weitere Fackeln machen. Am besten jetzt schon. 8 weitere Fackeln. Dann habe ich schon mal noch 17 Stück. Und die ersten Sand für die Pyramide habe ich gesammelt. Wenn, dann würde ich auch nochmal eine Schienenstrecke dahin legen. Oder ich könnte auch bei dem Strand, wo ich das den ganzen Sand gefunden habe, dann könnte ich die Pyramide dort bauen. Und hier auch irgendwie Wasser. Ich bin hier an ein Eisenvorkommen gestoßen und ein Goldvorkommen, aber ich will Diamant haben. Eisen und Gold kriege ich ja jetzt. Wow. Einiges an Eisen und Gold, was wir bekommen. Kohle, dann kann ich ja noch mehr Fackeln machen. Dann gehen wir die Fackeln erstmal nicht aus. Kohle, ja. Level 12 habe ich schon. Also, ich glaube, ich hätte Level 12. 13. Bisschen Kohle gesammelt. Ich werde bestimmt noch hier auf mehr Rohstoffvorkommen treffen. Bin mir sicher. Und ich werde den Gang aufhören zu graben, wenn meine Fackeln jetzt hier aufgehen. Ich kann eigentlich weitere Fackeln treffen, da ich mir nicht auf ein Kohlevorkommen gestoßen bin. Ja, das ist das Langweiligste. Und interessant ist, werden Diamanten bekommen. Lapis. Lazuli. Oh, einiges an Lapis Lazuli. Lava ist ja auch noch irgendwo in der Nähe. Ich habe noch 12 Fackeln. Vielleicht kann ich auch 2 Pyramiden bauen, also einen aus Stein und einen aus dem Sand. Ein bisschen mehr Steine. Da wo ist Lava dahin? Da muss man ein bisschen graben hier. Ups. Da
wieder weg. Dann natürlich mit dem Wasser die Wasserquelle zerstört mit dem Fackel eben. Wo ist die Lava, bitteschön? Wie man hier so hört. Kohle. Noch mehr von der Kohle. Kohle kann man ja gut gebrauchen. Lava. Eisenerz. Ah, Kassacke kaputt gehauen. Das ist jetzt hier ein bisschen Graben. Noch 9 Fackeln habe ich. Und nochmal Kohle. Oh, da wäre ich ja richtig reich mit Kohle. Ja, richtig reich mit Kohle. Oh, ich habe gerade gemerkt, ich habe Gold im Inventar. Das ist ja gar nicht zurückgepackt. Da ist gerade eine Fledermaus in der Lava gestorben. Wenn der Park hier langsam ausschmutzt, bis es 15 Minuten geht. Werde ich ihn vielleicht auch beenden. Also die Videos sind immer knapp unter 15 Minuten dann lang. Guck mal, wie lange das ist. Weiß ich gerade nicht. Also auch das weiß ich jetzt gar nicht. Aber normal hat das mit Open Podcast gestoppt, dann nehme ich das ja auf. Das ist ein kostenloses Aufnahmeprogramm, was wo Minecraft ganz gut trotzdem noch mit funktioniert. Auch wenn man im Hintergrund aufnimmt. Also das ist besser als Cam Studio. Also aus eigener Erfahrung kann ich das sagen. Cam Studio habe ich erst verwendet, aber das hat dann zu geleckt. Hat voll geleckt. Und wenn es von denen hier nicht leckt. Ich werde jetzt. Oh, Eisen. Ich werde jetzt erstmal hier zurückkehren. Und wenn ich dann oben da ins Bett gehe, wenn es Nacht ist, werde ich dann den Tag beenden. Hier ist schon mal der Grundbasisraum. Hier muss ich nochmal hoch. Wir werden uns vielleicht gleich die Zeit noch anhängen, wenn mir das gut was gefällt, oder sonst müssen wir mal in Minecraft mal Let's Play Zeitraffer machen. Die ersten 4 Parts zum Beispiel. Ich hab sie ja alle noch speichern, wir müssen sonst alle Parts dann hintereinander machen. Und die Sonne geht gerade unter, kann ich also jetzt schlafen und damit den Tag beenden.